Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Batterien sind leer. Komplett. Jo, ich kann nur sagen, es hat geschneit. Also ja, jetzt mal so das Bild. Und ja, wie man sieht, leicht zusammengedrückt. Ja, sieht doch schön aus. Das war echt zusammengedrückt. Naja, ich mache jetzt mal das Zelt sauber. Ja, was heißt sauber? Sondern frei. Morgenwäsche, dann guck ich erst mal, wie spät das ist. Boah, kalt ist das, leckt mich an der Tisch. Und dann mal gucken, was der Tag so bringt. Ich bin jetzt auf dem Weg. Hier das nächste kleine Städtle. Neben dem Campingplatz. Dann halt dort hinhoch. Oder hinauf. Und dann habe ich jetzt, ich muss mal gucken mit der Tour halt. Also mit der Strecke, wie lange ich laufe. Weil wir haben jetzt 9:45 Uhr. Wenn es genauso früh wird wie gestern, dann ist es um 16.30 Uhr zappenduster. Und also ich orientiere mich auf der Karte anhand der Schutzhütten, beziehungsweise Schutzhütte und offizielle Lager, Feuerstelle. Dass ich halt dementsprechend, wenn es da noch mal kühler wird heute Nacht, mich aufwärmen kann am Lagerfeuer. Jo, und jetzt erstmal Strecke machen. Also wenn das mal nicht eine Aussicht ist, dann weiß ich auch nicht. Da kann man auch erkennen, nicht überall ist Schnee runtergekommen. Da gibt es noch grüne Stellen. Aber Wetter ist winterlich. Aber die Aussicht ist perfekt. Von da oben bin ich runtergekommen und ich habe endlich, tatsächlich, ich habe einen Platz gefunden, wo ich mich orientieren kann. Und es scheint hier wohl so ein Hauptverkehrsknotenpunkt zu sein. Und die hat man hier auch öfter stehen und in jedem Dorf. Zeit höre ich auch schon immer so eine Glockenläuten. So, an dem Schild orientiere ich mich mal gleich. Aussichtsmäßig ist das hier super. Da es gerade jetzt aufgehört hat zu schneien, ich endlich mal wieder nach oben gucken kann, weil die ganze Zeit ist der Schnee von vorne gekommen und das war echt ätzend. So dass ich jetzt auch überlege, beziehungsweise eigentlich mache ich die Tour hier, um Erfahrungen zu sammeln für eine andere Tour, die ich im Januar plane. Eine komplette Wintertour, also wo die Schneehöhe über weitem höher sein wird wie das hier. Und jetzt bewege ich mich gerade auf einer Höhe, glaube ich, von 1100. Gerade ein ganzes Stück hoch und im Vorfeld habe ich ein Schild umlaufen von 1080 Meter Höhe. Also ist jetzt nicht so hoch, aber wegen der Schneefallgrenze halt. Auf jeden Fall die nächste Tour, die ich plane im Januar, ist 1200-1250. Dass ich auf jeden Fall wegen dem Schnee überlege, eine Brille mitzunehmen, weil das ist ätzend, wenn man die Augen die ganze Zeit, wie man glaube ich auch gerade erkennen kann, nicht richtig aufmachen kann. Weil da immer irgendwas reinfliegt. Ja, nochmal ein kurzer Schwenk, beziehungsweise gleich. Laufe ich auf eine freie Fläche. Also landschaftlich ist das hier super. Schwing. Ja,
Was das denn für ein Dörfle ist, keine Ahnung. Müsste ich jetzt gleich mal auf die Karte gucken. Könnte ich da noch schön noch zur Orientierung nehmen. Ich habe mich gerade gewundert, was das für ein komisches Licht geworden ist. Das ist mir aufgefallen, wo ich mich umguckt habe, weil ich habe die ganze Zeit auf den Boden geguckt. Ich gucke nur sporadisch nach oben, um mir gewisse Punkte zu setzen. Ich gucke wieder auf den Boden, weil die ganze Zeit nur bergauf geht. Aber das ist mir aufgefallen. Ich laufe durch die Wolken, laufe ich. Also da hinten, wenn ich die ganze Zeit hochgucke, da hinten habe ich noch eine Aufnahme gemacht von dem Panorama her, wo ich schon Berge mit Wolken gesehen habe, also die Wolken vorhanden waren. Ja, jetzt laufe ich selbst durch die Wolken. Ja, dann laufe ich mal weiter. Ich habe schon jetzt länger nicht mehr gefilmt. Das Geräusch im Hintergrund, das ist ein Bach, deswegen hoffe ich, man kann mich verstehen. Eigentlich wollte ich erst filmen, wenn ich komplett aus Totenau raus bin. Also ich mache gerade echt Meter, 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 bin auch relativ im Eimer. Wollte allerdings jetzt dir mal zeigen, also so ein Denkmal würde man bei uns im Ruhrgebiet niemals finden. Und zwar das Schwert. Ich bin schon gerade an der Beschreibung vorbeigelaufen. Es ist errichtet worden für die Gefallenen im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg nicht. Ist gesponsert worden, auch von Totenauern, also ehemaligen Bewohnern der Stadt, die nicht mehr hier wohnen. Auf jeden Fall finde ich mal so Denkmale generell an die gefallenen Kameraden, ja, Soldaten aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Sollte man in Deutschland vielleicht mal öfters machen. Andere Länder schaffen es, ihre Leute zu unterstützen, bei denen sie, also die für sie auch noch kämpfen. Und in Deutschland ist das ja immer so eine Sache, also für mich zumindest. Mag jeder für sich selbst sehen, aber ich finde so Denkmäler einfach nur super. So, dann mache ich hier auch mal wieder Sense und melde mich gleich, wenn ich aus Totenau raus bin, noch wieder im Wald bin. Und es halt ruhiger ist. Also aus Totenau bin ich jetzt raus. Ich laufe die ganze Zeit den, ja, nennt sich der Wasserfallsteig. Und deswegen, also ist schon imposant, was hier für Wasser runterkommt. Also auch gerade, wow, rutschig, im Bereich der ganzen Wiesen und Felder, also was da für Wasser rausgekommen ist, das ist schon bombastisch. Also das ist gerade wirklich imposant. Hallöchen. Wie spät? 4:45. Dämmert auch schon so langsam. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Batterien sind leer. Komplett. Aber ich filme jetzt erst wieder, weil die ganze Zeit, ich bin so im Wasserfallsteig lang gelaufen. Habe ich ja gerade schon gesagt, mit dem ganzen Wasserverlauf. Also das Geräusch die ganze Zeit über zu hören, mal ist schön, ätzend. Und dann noch die Hauptstraße, noch ätzender.
Also, ich sehe zu, dass ich noch die Schutzhütte erreiche, in der Hoffnung, dass sie da steht. Plan B habe ich noch nicht, da muss ich irgendwie auf Dorf das Tab aufspannen. Ich muss mal unbedingt was essen. Unbedingt. Ich denke auch schon die ganze Zeit an die, ich habe Rostbratwürste dabei. Und die, sag mal schnell, die gebrannten Mandeln. Das war im letzten Video. Muss ich die ganze Zeit dran denken. Ne? So, ja. Wie lecker. So, auf jeden Fall hier noch hoch. Vielleicht hört man den Wasserfall noch im Hintergrund. Wenn ich oben angekommen bin, dann sollte eigentlich auch schon die Schutzhütte da stehen. Hoffentlich.